in Herford, wo am 29. April unsere nächste Kundgebung ist, da ertönt der Muezzinruf von einer DTIP-Moschee und das sind Bürger, die dagegen protestieren. Marcel Bauersfeld ist da auch sehr bekannt geworden, er hat mit einem Kochtopf dagegen geklappert, der wurde dann wegen Volksverhetzung und Störung des Religionsfriedens vor Gericht gezerrt. Soweit in Deutschland werden in DTIP-Moscheen Kinder in Militäruniformen gesteckt. Das passiert. Das ist hier die Moschee in Herford, wo wir am 29. April zusammen, Herford, du bist mit dabei, eine Kundgebung machen, wo wir aufzeigen, dass aus dieser Moschee, aus dieser DTIP-Moschee, jetzt der Muezzinruf ertönt, der also den alleinigen Machtanspruch des politischen Islams verkündet und dann in der Moschee schon die Kinder als Soldaten gedrillt werden. Ich hoffe, dass die deutsche Bevölkerung vor jeder Moschee, wo ein Gebetsruf öffentlich ausgerufen wird, demonstrieren und die Schließung dieser Moschee fordern, weil alles andere wäre quasi eine Kapitulation vor dem politischen Islam. Und deswegen sind wir da von der Bürgerbewegung Pax Europa. Geht nur, wenn der politische Islam verboten wird und all diese gefährlichen Bestandteile für ungültig erklärt werden. Ja! Das müssen wir fordern. Wir diskutieren gerne mit allen. Ja. Wie gesagt, es geht nicht gegen Moslems. Es geht nicht gegen friedliche Moslems. Wie gesagt, auch das Angebot an hier alle Bürger, die hier sind und sich vielleicht auch Gedanken machen zum politischen Islam, wenn ihr meint, was beitragen zu können oder auch was kritisieren zu können, was ihrer Ansicht nach hier nicht richtig ist, kommt her und sagt uns das.